Gib mir ihm den Chip. Also ich speichere mal ab und dann gib mir immer mal den Chip einfach und guck mal, was passiert. Ob ich dann Ich immer noch nehme an, umhauen dass Sie kann. hier sind, um den Platin-Chip zu liefern. Ja, schon mal über die Unsere Bezahlung. Vereinbarung war eindeutig. Ein Versuch, über die Bezahlung neu zu verhandeln, jetzt wo Sie den Chip haben, käme einer Erpressung gleich. Ja, durchaus. Naja, kommt da. So klein, nicht wahr? Und doch so unglaublich leistungsfähig, so äußerst wertvoll. Jahrzehnte habe ich Sammler beauftragt, diese kleine Reliquie in den Ruinen eines Ortes namens Sunnyvale zu suchen. Dort wurde der Chip am 22. Oktober 2077 hergestellt. Er hätte mir am nächsten Tag von einem Kurier hierher ins Lucky 38 geliefert werden sollen. Ah. Aber die Bomben kamen ihm zuvor. Ich muss nicht erwähnen, dass der Chip nie geliefert wurde. Was genau kann denn der Chip? Ja, bisher haben Sie nur gesehen, dass er die Securitron-Gesichtsbildschirme von Polizist auf Soldat ändert. Aber gleich sehen Sie es. Es gibt Dinge, die man einfacher zeigen als erklären kann. Nehmen Sie den Aufzug bis ganz nach unten und Sie werden sehen, was ich meine. Keine Angst, das wird Ihnen gefallen. Wir müssen noch viel erreichen, Sie und ich. Ja, was? Ja, wie? Treten Sie bitte näher an den Demonstrationsbereich. Ich nehme an, dass Sie mittlerweile bestens mit meinen Securitrons vertraut sind. Das Gehäuse aus Titanlegierung, das den Elektronikkern schützt, widersteht problemlos Beschuss aus kleinen Waffen und Schrapnell. Der von Glasslinghaus Inc. speziell für uns hergestellte Gatling Laser X25 ist gegen weiche Ziele auf mittlerer Entfernung tödlich. Und für kurze Distanzen oder zur Kontrolle von Menschenmassen ist der Securitron mit einer 9mm Maschinenpistole ausgestattet. Das alles wussten Sie ja wahrscheinlich schon. Was Sie nicht wussten, ist, dass das die Sekundärwaffen der Securitrons sind. Aha. Die ganze Zeit mussten meine Securitrons mit dem Mark I Betriebssystem zurechtkommen, dem die Softwaretreiber für ihre Primärwaffen fehlten. Heute ändert sich das mit der Ja. Lieferung des Platin-Chips. Sehen Sie zum ersten Mal Securitrons mit dem Mark II Betriebssystem. Der Raketenwerfer M235 bietet dem Securitron die Möglichkeit, Boden- und Luftziele auf erheblich größere Entfernung zu bekämpfen. Okay. Und der Schnellfeuergranatwerfer G28 garantiert, dass Securitrons in Gefechten auf kurze Ach du Entfernung Scheiße, tödlich ich muss aber gegen sowas nicht sind. Die kämpfen, oder? Software-Upgrades umfassen außerdem Treiber für die ausgeklügelten Onboard-Reparatursysteme des Securitrons. Insgesamt erhöht das Software-Upgrade Mark II die Gefechtseffektivität um 235% pro Einheit. Die Stadt New Vegas wird nun endlich von würdigen Soldaten beschützt. Gehen Sie jetzt wieder ins Penthouse. Wir haben viel zu besprechen. Okay. Ausflüge in den Keller sind selten so lehrreich, nicht wahr? In der Tat. Mittlerweile habe ich das Upgrade an alle Securitrons in Reichweite des Transmitters übertragen. Und ich muss sagen, da ist einiges los auf dem Strip. Ja. Es überrascht mich, dass Sie mich nach allem, was Sie gesehen haben, immer noch unterschätzen können. Ich habe meine Karten nicht gezeigt, nur eine Karte. Ich habe meinen Feinden ein provokatives Datum genannt, auf das sie sich fixieren können. Sie haben keine Ahnung, welche Karten ich sonst noch habe. Es sind sehr gute Karten, glauben Sie mir. Ich habe sie mir selbst gegeben. Wie geht's weiter? Das Fundament ist gelegt.
meine Securitrons auf dem Strip haben das Upgrade erhalten und die im Fort sind gefechtsbereit. Jetzt müssen wir nur noch für die richtige Einstellung einiger kleiner Gruppen sorgen, während wir Caesars Angriff auf den Hoover-Staudamm abwarten. Ja, Fragen. Was ist das? Keine Frage? Ja, Benny. Das liegt daran, dass er nicht mehr relevant war, nachdem Sie den Platin-Schiff zurückgeholt hatten. Okay. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen diese Art von Triumph nehme, aber hier ist der falsche Ort für Ihr barbarisches Gegröle. Unglaublich. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Gehst du mit mir um? Ja, natürlich. Aber das Unterlassen dieser Ernährungspraktiken ist ein hauptsächlicher Bestandteil Ihres Vertrags. Sie haben Ihr Wort gehalten und außerdem ein erstklassiges Resort-Hotel aufgezogen. Angesichts dessen, was ich so höre, würde ich jeden Abend im Gourmand speisen wollen, wenn ich mich bewegen könnte. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Ja. Sicher eine Anhängerin der Apokalypse. Die sind immer sehr interessiert an mir. Viel Glück dabei, hier im Lucky 38 ein Überwachungsgerät anzubringen, ohne dass ich das mitbekomme. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Pläne für New Vegas? Ich habe Vegas samt seiner Seele wiedererweckt. Was mir jetzt fehlt, ist die Fähigkeit, meinen rechtmäßigen Anspruch durchzusetzen. Und das nicht nur gegenüber Caesars Legion. Tatsächlich stellt nämlich die RNK eine direktere und hinterlistigere Bedrohung dar. Um sich durchzusetzen, benötigt man Durchsetzungsfähigkeit und eine Position der Stärke. Als ich vor Jahren bemerkte, dass RNK-Kundschafter durch die Mojave zogen, erkannte ich an ihren Uniformen, dass es keine Stammesleute waren. Ich wusste, dass schon bald eine Armee auftauchen würde, um den Damm einzunehmen. Und dass meine Securitrons nicht gegen sie ausreichen würden. Daher rekrutierte ich die drei Familien. Vegas gehört mir, weil ich genug Stärke aufbringen konnte, um die RNK an den Verhandlungstisch zu zwingen. In der Tat, auch jetzt noch, aber nicht ohne erhebliche Verluste. Mhm. Hätten Kimball und Oliver die Leben hunderter Soldaten für die absolute Kontrolle über den Hoover-Staudamm geopfert? Oh ja. Sie hatten keine Angst vor mir, sie hatten Angst vor Caesar, dass ein Angriff auf mich sie gegen eine Offensive der Legion verwundbar machen würde. Also verhandelten sie. Nicht, weil sie so gutherzig waren, wie sie gerne behaupteten, sondern weil die Mathematik der Macht ihnen keine Wahl ließ. Okay, Bedingungen? Die RNK-Truppen durften den Hoover-Damm besetzen und eine Militärbasis am Flughafen McCarran errichten. Naja, am ehemaligen. Sie erkannten meine Hoheitsgewalt über den Vegas-Strip an und erklärten sich bereit, mich mit Strom und Wasser zu versorgen, sobald der Damm lief. Das Abkommen regelte außerdem, dass die RNK ihre Soldaten und Zivilisten nicht davon abhalten darf, den Strip zu besuchen. So habe ich die RNK vor meinen Karren gespannt. Ihre Okkupation wurde zum Motor meiner wachsenden Wirtschaft. Der springende Punkt ist, dass Sie sofort einen Krieg gegen mich anfangen würden, wenn Sie könnten. Es gibt nur einen Grund, warum die RNK sich noch keinen Skandal als Vorwand für die Invasion des Strips ausgedacht hat. Caesars Legion. Die letzte Schlacht zwischen diesen beiden Armeen naht mit großen Schritten. Ich kann keine der beiden Seiten zu ihren Bedingungen gewinnen lassen. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Schneekugelsammlung. Was ist damit? Die machen mir Spaß. Irgendwie finde ich kleine Dioramen in einer Glaskugel angenehm. Wenn Sie eine im Ödland finden sollten, geben Sie sie Jane. Sie wird sie entlohnen. Jane, okay. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Okay, Jane.
Und töten muss ich dich da auch noch, dachte ich. Wo ist die Jane? Jane? Janebot? Ah, Jane. Oh, da kriege ich ja plötzlich Gänsehaut. Und stelle fest, dass ich einen Raketenwerfer habe. Schneekugeln. Sie haben welche? Ach, das ist ja wunderbar. 8000 Kronkorken. Ich nehme sie dann mal und stelle sie zu... Cool, okay. Hast du eine neue Frisur? Das ist lieb, dass es Ihnen aufgefallen ist. Ich wurde auf Mark II abgegradet und jetzt habe ich diese todschicken Hochexplosionen. Okay. Auf Wiedersehen. Jetzt gucken wir nochmal... Gucken wir doch mal, Casino, glaube ich, ne? Schauen wir nochmal, was der Ja-Sager jetzt sagt. Oder ob ich den Spielstand laden muss und den Dr. House töten muss. Da, direkt. Hey, konnten Sie das Netzwerk von... Hab ich? Wir haben bisher noch nichts von der Wanze gehört. Melden Sie sich... Hab ich? Wunder mich auch gerade, hab ich doch nicht. Also. Ja, bis später. Ja, ja, bla bla. Oh, hallo nochmal. Nicht, ja, was ist jetzt mit Ja-Sage und so? Also ich muss den jetzt einfach töten, naja gut. Gut, 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 naja, dann machen wir das halt. In der Hoffnung, dass das auch irgendwie noch klappt. Ah ja, und ihr seid jetzt... Gewalt ist auf dem Strip untersagt. Soldaten, alles klar. Ich will euch mit Nein nehmen. Penthouse, wird schon Penthouse gewesen sein, ne? Ja, vielleicht kann ich ja noch irgendwo zur Wanze anbringen, aber wo? Wo kann man hier eine Wanze anbringen? Vielleicht da... Oh, was ist denn das? Terminal? Dr. House sprechen? Dass das Lucky 38 nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Und schön, dass Sie erschossen. Vielen Dank. Okay, nochmal speichern. Als nächstes müssen wir... Gut gemacht. Die Feuerkraft der Rumser könnte ein Vorteil sein. Okay. Sobald die Schlacht am... Bei Ihrem nächsten... Ich sollte Sie jedoch wie für einen offiziellen Auftrag dafür... Aha. Ihre Arroganz war ihr Untergang. Daraus sollte man lernen. Dann jetzt kann ich die alle einzeln... Ah ja, verstehe ich. Ist, die Überreste des Mojave-Verbands der stählernen Bruderschaft zu finden und zu vernichten. Was vernichten? Die RNK angesichts... Bitte. Sie haben absolut recht. Sie sind ihnen offenbar bereits begegnet. Ich ebenfalls. Seit 2278 habe ich 5 mobile Securitrons in der Nähe von Hidden Valley verloren. Ich erhielt kein klares Videobild der Vorfälle, aber die Telemetrie der zerstörten Einheiten legt nahe, dass sie mit Energiewaffen angegriffen wurden. Offenbar hat die Bruderschaft eine Basis bei Hidden Valley. Es wird nicht einfach werden, sie zu finden, aber sie zu betreten wird richtig knifflig.
Wir sprechen über eine Seilschaft von irren Fanatikern, die der Meinung sind, jegliche Vorkriegstechnologie gehöre ihnen. Sie würden nie akzeptieren, dass ich New Vegas mit Robotern verteidige. Diesen Kampf könnte ich zwar gewinnen, aber ich würde ihn lieber vermeiden. Nein. Ich empfehle, den Anweisungen des Securitrons Folge zu leisten. Seine Programmierung ist strikt und ich hatte keine Zeit, sie zu ändern. Was wollten Sie sonst? Aha, da muss ich da wahrscheinlich hin. New Vegas ist mehr als eine Stadt. Es ist das Gegenmittel gegen die Entgleisung der Menschheit. Die Wirtschaft ist ja völlig abgedreht. Ist ein Hochofen, in dem der Stahl einer neuen Gleisstrecke geschmiedet werden kann. Also mal ganz ehrlich, Glücksspiel ist keine Wirtschaftszweig. Was ist die RNK? Ja? Eine Gesellschaft, kein Mehrwert erzeugt. Menschen, die verzweifelt lechzen nach Komfort, Behaglichkeit, Luxus. Eine Gesellschaft von Konsumenten. Ja, aber wenn du keine Konsumgüter herstellst. Wenn die Geschäfte gerade laufen, brauche ich 20 Jahre, bis die Hightech-Entwicklung wieder brummt. 50 Jahre, bis ich Menschen im Orbit habe. In 100 Jahren werden meine Kolonieschiffe nach Planeten suchen, die nicht vom Zorn und der Narretei einer vergangenen Generation verseucht sind. Ich bevorzuge den Begriff Autokrat. Ist klar. Ich würde als Generaldirektor herrschen, ohne mich einem Vorstand oder irgendwem sonst gegenüber rechtfertigen zu müssen. Nichts, was den Fortschritt aufhalten würde. Wenn Sie das Schicksal von Demokratien sehen wollen, müssen Sie nur aus dem Fenster schauen. Ja, what's to keep you from abusing your power? Vergessen, was zu übersetzen. Ich will niemanden missbrauchen. Ebenso wie ich den Leuten nicht gesetzlich oder anderweitig vorschreiben will, was sie privat zu tun haben. Auch habe ich kein Interesse daran, als Maschinengott-Messias verehrt zu werden. Solcherlei korrumpierende Ambitionen sind mir fremd. Maschinengott-Messias. Autokratie, entschiedene Kontrolle durch die starke Hand eines technologischen und wirtschaftlichen Visionärs? Ja, das soll Vegas haben. Mhm. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Ja, warte mal, kann ich jetzt nicht, haben Sie die stählerne... Ja, ich arbeite dran. Haben Sie die stählerne Bruder... Nicht überraschend. Außerdem nicht akzeptabel. Sie sollten mir nicht erzählen, was Sie vorhaben. Sie sollten sie töten. Das war Zeitverschwendung. Gehen Sie zurück zum Bunker und zerstören Sie ihn. Du bist mir unsympathisch. Cäsarendienst. Eieiei, lauter Dinger fehlgeschlagen. Ah ja, okay, jetzt bin ich ein Feind der Legion. Sehe ich das richtig? Warte mal, jetzt erst schon mal allgemein. Held der Gerechtigkeit. Ah, ist das toll. Okay. Beliebt. Bei Caesars Legion bin ich aber noch ein gnädiger Verbrecher. Aha. Akzeptiert beim Strip, beliebt in Freeside, vergöttert in Good Springs, beliebt bei den Großkarnen, vergöttert in Novak, gnädige Verbrecher bei den Pulverbanden, gemischt bei der RNK, vergöttert bei den Rumsern, akzeptiert bei der stellenden Bruderschaft. Okay, was passiert, wenn ich das jetzt einfach, oder warte mal, wenn ich das jetzt nicht mache, sondern erstmal... Schön, Sie zu sehen. Ne, okay. Ups. Die ist ja völlig zerstört. Sie
Zielerfassung. Oh Gott, halten die viel aus. Halten die viel aus? Der leckt mich am Arsch. Ha. Willst du mich verarschen? Das kann ja wohl nicht ernst sein. Ja, wie soll ich das jemals wieder... Schön, Sie zu sehen. Haben Sie die Stelle an der Brut... Dann... No way! Ist ja... ne? Okay, so, wie kann ich jetzt für euch einen Datenzugriffsbla-Punkt? Ah, da muss ich da rein. Dann gehen wir halt mal ins Casino. Mhm. Da? Was soll das bringen? Verstehe ich nicht. Oder soll ich die Wanze da reinlegen? Kann ich das machen? Habe ich die irgendwo? Verlassen. Gibt doch da jetzt keinen geheimen irgendwas Weg, oder? Wieder, den ich gerade übersehe. Achso, es könnte da oben drüber sein, genau. Ah. Ach, was ist denn da? F5. Netzwerk verwandeln. Vielleicht helfen die mir jetzt irgendwie. Soll ich den Ja-Sager da irgendwie, ohne den Dr. House gleich zu töten, ranschieben kann. Und mit euch bleibt, ihr bleibt da einfach stehen, ne? Ja. Achso, hier, da, du. Hey, konnten Sie... Ja, habe ich gemacht. Sieht aus, als bekämen wir jetzt Berichte vom Netzwerk des Turms. Die anderen werden damit sicher was anfangen können. Was soll das denn jetzt? Die Wanze ist offline, verdammt nochmal! Der Alte hat tatsächlich an alles gedacht. Sieht aus, als wäre alles umsonst gewesen. Aber sie haben ihr Bestes gegeben. Ich weiß das zu schätzen. Oh, hi. Danke nochmal für Ihre Hilfe mit den Daten. Auch wenn es nur 30 Sekunden waren. Du bist doch aber die, die mir mein Viech geklaut hat.
Wir haben es versucht. Wir waren eine halbe Minute verbunden und erhielten genug Daten für 5 Holodisks. Sah anfangs unbrauchbar aus, aber wir konnten es entschlüsseln. Mhm. Es waren biometrische Daten, Vitalzeichen von Mr. House. Seine Technologie ist so fortgeschritten, dass sie hunderte Male pro Sekunde Daten erhebt. Das ist faszinierend, aber bedrückend. Es gibt keine Möglichkeit, wie man seine Technologie für die Leute hier draußen einsetzen könnte. Seit ungefähr 5 Jahren. Ich habe Familie in Arroyo, aber bei den Anhängern kann man etwas Gutes für die Menschen tun. Was ist denn Arroyo? Die Steuern der RNK und die Inflation waren zu vielen Menschen hart. Und das meiste Geld fließt in die Kriegskasse. Es gibt beim AWI oder anderen Gruppen kaum Mittel für medizinische Forschung. Was ist denn AWI? Zumindest solange es nicht um militärische Verwendung geht. Nach 2 Versuchen weiß ich jetzt wohl genug. Es gibt sicher etwas, wobei ich den anderen Anhängern besser helfen kann. Stimmt. Vom ersten Mal habe ich Ihnen gar nicht erzählt. Darüber würde ich auch lieber nicht sprechen, wenn das okay ist. Hey. Stimmt. Okay. Der erste Versuch war weniger professionell. Jemand Wichtiges auf dem Strip hatte Zugriff auf Technologien von Mr. House. Genau gesagt auf einen Securitron. Und noch genauer gesagt war dieser jemand Benny. Ich weiß nicht. Ja, der ist doch schon längst tot. Und das habe ich doch schon. Ich wusste, dass er ein. Ja. Ja, sprechen wir gleich über was anderes, weil das. Machst du denn da? Ich interessiere mich für Medizin, aber das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich helfe den Anhängern bei ihren Computerproblemen. Mhm. Deshalb helfe ich auch bei den Nachforschungen bezüglich der Technologie von Mr. House. Naja, zumindest versuche ich das. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich darüber... Aber da... Ja, wie komme ich jetzt aus dem Gespräch wieder raus? Jetzt, Ja, aber du hattest nicht vor, dass jemand... Ja, hört sich seltsam an. Okay. Ich erzähle Ihnen das nur... Ja, ja, genau. Und warum braucht ihr den? Auf keinen Fall. Okay, ja, bla bla. Wir wissen ja schon alles, was da... Was soll ich machen? Der Securitron wurde irgendwie deaktiviert. Bei dem Schaden, den ich feststellen konnte, könnte es ein EMP gewesen sein. Auf jeden Fall wollte ein er, EMP. Dass ich ihn aktiviere und ihn mit dem Datennetzwerk von Mr. House verbinde. Und zwar so, dass er unentdeckt ein bleibt. Ein EMP? Wenn Mr. House einen abtrünnigen Securitron in seinem System entdeckt, schaltet er ihn über das Netzwerk aus. War kompliziert, da herumzukommen. Okay. Wir sehen uns. Wo ist mein Viech, Emily? Ja, was mache ich denn jetzt? Da, bis später. Was mache ich jetzt, wenn der... Wie soll ich den jetzt noch töten? Das sind ja... Die Viecher sind ja sowas von ekelhaft stark. Oh, hallo nochmal. Oder ich renn durch. Ich meine, sobald ich das... Soll ich das mal ausprobieren? Ich glaube, ich probiere das mal. Einfach mal getestet, damit ich weiß, okay, das funktioniert auch nicht. Oder das funktioniert. Und du? Aber hau die Partner! Schön. Ja, danke, Victor. Da probieren wir jetzt einfach mal durchzurennen. Zwar, also ich halte die Chance zwar für gering, dass ich das schaffe, aber... Na, mal austesten muss man es. Die Chance ist wirklich sehr gering. Eieiei. Oder wir machen es ganz anders. Erst mal Gegenstände, ich hatte doch eine Reparaturkit.
Ja. Das ist ja toll. Haben wir gar nichts gebracht. Also gut. Wir machen es aber trotzdem mal anders. Ich versuch's jetzt mal. Waffen. Der gute Amerikaner Dienstgewehr. Gobi. Was sind mit diesem Tristrahl-Lasergewehr? SPS 104, naja. Okay, da ist wirklich die Maschinenpistole hier noch am stärksten. Muss ich dich auch töten? Weiß man nicht, ne? F5. Gott! Gott! Inakzeptables Verhalten wurde festgestellt. Inakzeptables Verhalten. Alter, da verballere ich die Munition. Unter 42. Okay,